wie wenn man einen Schalter umknipst. Von einem Moment zum anderen, ich war mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Weil wir waren ganz normal am Mittagessen. Er hat sich nach dem Mittagessen hingelegt. Kurz darauf sagt er, oh, mir geht's gar nicht so gut. Und er hatte den dritten Herzinfarkt und ist verstorben. Ich bin dann im Heim groß geworden, war aber immer wieder an den Wochenenden zu Hause. Ich sage jetzt zu Hause, obwohl ich das gar nicht als zu Hause empfunden habe. Das waren im Prinzip Besuche, die ich dort abgesessen habe. Und diese Besuche waren auch geprägt eben von dieser Gewalt. Der Rückzugsort und die Insel, das war immer meine Familie, also das Zuhause. Aber eigentlich war meine Heimat dann der Sport. Ich liebe dieses Land. Ich gehöre hierher. Ich fühle mich hier zu Hause. Aber mit dieser Methode haben alle Menschen, die von mir keine Ahnung haben, das Zuhause weggenommen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Dankeschön. Gerade in schwierigen Lebenssituationen kann uns unser Zuhause ja ganz viel Halt und Geborgenheit geben. Aber was, wenn wir uns nirgendwo heimisch fühlen? Wo ich zu Hause bin, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Der Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier liebt seine Heimat am Schliersee. Bis heute lebt er an seinem Geburtsort in einem historischen Bauernhof und pflegt die heimischen Bräuche. Warum sein Zuhause sein Kraftort ist, das erfahren wir von Markus Wasmeier. Herzlich willkommen. Fast 10 Jahre lebte Benjamin Prüfer in Kambodscha, bis er sich entschied, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Statt in der Sonne lebt er mit seiner Familie nun in Darmstadt in einem Mehrgenerationenhaushalt. Wir sind sehr gespannt auf Benjamin Prüfer. Herzlich willkommen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wanderte Brigitte Hager-Horn mit ihrem Mann nach Bulgarien aus. Als er bald darauf an einem Herzinfarkt verstarb, wollte sie fast aufgeben. Warum sie dennoch geblieben ist und wie es ihr heute geht, das hören wir von Brigitte Hager-Horn. Herzlich willkommen bei uns. Seit mehr als 35 Jahren lebt die Vietnamesin Hoang Trute in Deutschland. Doch nach Anfeindungen und einem rassistischen Drohbrief spielt sie mit dem Gedanken, ihr Zuhause in Deutschland zu verlassen. Schön, dass Sie heute hier sind. Hoang Trute. Mit ihrem Campingbus tourt Lia Falinski durch ganz Europa. Als Kind erlebte sie eine traumatische Zeit in ihrer Familie und im Heim. Seitdem zieht es sie in die Welt hinaus. Was sie dazu antreibt und wo sie sich heute zu Hause fühlt, das verrät uns Lia Falinski im Nachtcafé. Wie wichtig Orte sind, an denen wir uns wohlfühlen, weiß der Philosoph Professor Dr. Wilhelm Schmid. Gerade in einer globalisierten Welt verleihen uns diese Vertrautheit und Geborgenheit. Herzlich willkommen, Herr Schmid, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Schmid, Sie leben in Berlin. Fühlen Sie sich da zu Hause? Absolut, ja. Und ich stamme ja aus Bayern. Das will was heißen, sich zu Hause zu fühlen. Ja, was schafft denn dieses Gefühl von zu Hause? Was schafft diese Vertrautheit? Naja, im Laufe der Jahre kennt man jede Ecke. Mhm. Da ist das passiert, da haben wir mal gut gegessen, da haben wir eine tolle Stunde erlebt. Und auf die Weise verliert ein Ort die Fremdheit. Mhm. Und wenn wir vertraut werden mit etwas oder jemandem, dann fühlen wir uns, ja, ich würde sogar sagen, beheimatet. Mhm. Die abgeschwächte Form ist sich zu Hause fühlen, aber ist auch okay. Frau Falinski, Sie sind mit dem Van unterwegs, ja, sind in Europa auf Tour sozusagen. Was ist Ihr Zuhause? Ist es dieser Van, also dieser Ort? Ist es Europa oder ist es noch was anderes? Wie würden Sie es beschreiben? Hat es gar nicht mit dem Ort zu tun? Tatsächlich hat es bei mir gar nicht wirklich was mit einem Ort zu tun, also mit einem festen Platz, sondern bei mir ist Heimat irgendwie in meinem Körper. Es hat was mit Gefühlen zu tun, die ich empfinde, wenn ich Menschen um mich herum habe,
die ich mag, die ich gerne habe, die mir gut tun. Also würde ich sagen, Heimat ist so ein bisschen für mich das Ganze drumherum und das, was es in mir auslöst, aber jetzt kein fester Ort, wie jetzt Europa oder eben die Stadt oder der Van. Das ist tatsächlich ein Gefühl. Was ist für Sie ein Zuhause? Zuhause? Ich glaube, Verbindung gehen wir nur mit Menschen ein. Und wenn wir uns so ein Gefühl der Heimat an einem Ort finden, fühlen, dann ist es doch in Wirklichkeit die Erinnerung an Menschen, mit denen wir da zusammen waren. Also Heimat sind für mich Menschen. Sie haben gesagt, Zuhause ist so ein bisschen die abgeschwächte Version von Heimat oder Form. Warum? Weil wir uns irgendwo auch zu Hause fühlen können, ohne dass es gleich Heimat ist? Es gibt diese Besonderheit des deutschen Wortes Heimat. Einmalig auf der ganzen Welt. Überall gibt es ein Zuhause. Ja. To be at home oder être à la maison. Aber im Deutschen kommt dann noch was dazu. Kann man lange darüber nachdenken, was schwingt da noch mit Heimat? Ich glaube, fast was Metaphysisches. Also überall erwarten Menschen vom Zuhause, dass es halt für eine Weile ein Zuhause ist. Aber wir erwarten von Heimat, dass es im Grunde für immer unser Zuhause ist, möglichst auch noch nach dem Tod. Und das Besondere an dem Wort Heimat ist auch, dass es keinen Plural hat. Es gibt nur die eine Heimat. Ich arbeite hart daran, dem Plural zu geben. Ja, aber wie heißt der? Heimäte? Heimaten. Also Heimaten. Heimaten. Herr Wassmeier, Sie sind in Schliersee geboren und aufgewachsen. Was ist das Schöne an Schliersee? Sie können ruhig mal schwärmen. Na ja, sagen wir mal so. Wenn du ein Jugendlicher bist und bist viel in der Welt rum, 300 Tage im Jahr, du lebst aus dem Koffer raus, war halt schon immer, das ist zu Hause, in dem Fall muss ich es so nennen, wo ich geboren bin, natürlich ein Fleckerl, wo einfach die Ruhe und wieder die Kraft getankt wurde. Mhm. Aber ich bin da fast so ähnlich wie die Menschen sind es eigentlich. Die Menschen? Ja, die Menschen, wo man sich wohlfühlt, wo sich umgeben, das sind die Freunde, das sind die Familie natürlich ganz am vorderster Front. Aber dann kommt bei mir noch dazu, ich brauche meine Berge, ich brauche meine vier Jahreszeiten, ich brauche meinen Schnee, das ist halt so. Ich habe eigentlich alles zu Hause, wo ich geboren bin, habe ich. Und darum fühle ich mich auch so wohl. Und ich glaube, dieses ganze Heimatgefühl, das fügt sich an ganz vielen Dingen, was aber nicht als ortsbezogen ist. Ich glaube, wenn ich das woanders da hätte, dann würde ich mich genauso heimisch fühlen und dann auch das sogenannte, wie wir Bayern sagen, daheim, zu Hause. Aber Sie haben gerade auch gesagt, ich habe das alles da, wo ich geboren wurde. Wie weit wohnen Sie denn heute entfernt von dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, von dem Haus? Ein paar hundert Meter. Ich meine, dann sind Sie ausgezogen, das haben Sie ja auch schon gesagt. Wir kennen Sie alle als Doppel-Olympiasieger, Lillehammer 1994 und all die anderen Erfolge. Erstmal Respekt, tolle Karriere, ja, müssen wir nochmal anerkennen. Was gibt Ihnen das aber? Wir sehen gleich auch noch ein paar Bilder von Ihnen in Schliersee. Was gibt es Ihnen auch, so nah, so eng verbunden zu sein mit Ihren Wurzeln? Tja, das ist natürlich auch die Traditionen, die dabei entstehen. Also die Kultur, die Sprache, die Berge. Es gibt doch nichts Schöneres, als wir am Berg raufgehen und runterzuschauen. Das ist was Erhabenes. Vielleicht kann man das an einem Meer auch haben, in die Weite zu schauen. Und das ist für mich halt Kraft tanken. Das Wasser, was runterkommt, es ist einfach See, es ist eigentlich fast kitschig. Da machen andere Urlaub, wo ich leben darf. Und das sind halt so Dinge, die ich halt schätze und auch dankbar bin für das, dass ich da sein kann. Also das ist, glaube ich, und die Familie um sich, also ich habe eine große Familie mit drei Kindern und die haben die Großeltern noch und wir dürfen so aufwachsen. Diese Dankbarkeit kitschig, spürt oder? Man fast in den Bildern. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schön. Ja. Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Kindheit, wie haben Sie die Natur auch schon als Kind empfunden? War das auch schon Abenteuer, rausgehen? Das war es auf alle Fälle. Meine Eltern sind sehr, sehr aktiv. Waren ja auch ganz früh schon aktiv beim Skifahren. Ich glaube, ich war
keine halbes Jahr alt, dann haben sie mich zum Skifahren mitgenommen. Nicht jetzt, dass sie auf die Ski stehen, aber sie wollten halt Skifahren. Und dann bin ich im Lifthaus bei den Männern da abgegeben worden und sie sind Skifahren gegangen und die haben sich um mich gekümmert. Und so bin ich aufgewachsen in die Berge. Wir waren jede freie Sekunde waren wir draußen in der Natur, egal wie das Wetter war. Zum Schluss war dann der Sparringspartner meine Mutter. Mhm. Die hat eher Zeit gehabt wie mein Vater, der arme Kerl hat dann immer arbeiten müssen. Und da sind wir wochenlang mit dem Rucksack zum extremen Klettern in die Dolomiten oder in die Julischen. Mhm. Und sie war dann nicht meine Mutter, sondern ein Sparringspartner, wo man alles miteinander Pferde stellen kann. Sie haben auch gesagt, es geht auch darum, den Blick für den Reichtum im Kleinen zu haben. Was meinen Sie damit? Also man kann ja durch die Gegend marschieren und nichts sehen. Ja. Man kann aber die kleine Blume oder den kleinen Vogel oder diese Moment, wo ein Lichtspiel ist, dieses wahrzunehmen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil der verlängert uns auch den Tag und macht ihn ja so wertvoll. Auch die Begegnung natürlich mit Menschen. Sind Sie da immer offen dazu hier in der Runde? Also rauszugehen und wirklich was zu sehen? Wie Sie sagen, manchmal marschiert man ja auch einfach los und ist so in Gedanken. Sind Sie offen da für solche Momente? Ja, es ist ja im Prinzip so, dass man an jedem Ort, an dem man sich befindet, ob das jetzt auf Reisen ist oder zu Hause, gibt es immer so kleine Momente, wo man dann sich auch daran zurückerinnert. Eben diese, vielleicht auch diese Blume, die man vielleicht woanders noch nicht gesehen hat oder die besonders schön blüht. Und das sind ja die Gefühle, die in einem ausgelöst werden, die einen zurückerinnern lassen. Und dazu habe ich tatsächlich noch eine Frage. Sie haben mir gesagt, ja, dass es so ist, dass Sie ja seit Ihrer frühesten Kindheit dort sind und auch geboren sind. Aber wie ist das mit Ihrem Freundeskreis? Sind da Menschen weggezogen? Sind die geblieben? Das ist eine gute Frage, weil zu meiner Jugendzeit habe ich eigentlich wenig wirklich Freunde gehabt. Schulkollegen, die haben kein Interesse gehabt, auf den Berg zu gehen und auf der anderen Seite mal runterzuschauen. Sie hatten da ja auch teilweise gar keinen so guten Stand, oder? Ich war natürlich das Obersensibelchen. Also das heißt, Kinder können ja brutal sein, wenn einer bei alleine schon irgendwer verbalen Aussagen dann eher schon den Tränen nahe ist, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Und das war also recht schlimm bei mir. Und ich wusste aber als Einziges, ich bin zwar auch nicht jetzt der gute Schüler, aber ich kann gut Skifahren und das kann ich besser wie alle anderen. Und das war wirklich die Triebfeder, dass ich so extrem das begonnen habe. Und das haben Sie ihm wirklich gezeigt? Ja. Dass Sie das können? Ja, genau. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig für solche Menschen, die eben so sensibel sind, was zu finden, wo sie sich klammern können und aufbauen. Ich wäre nicht der selbstbewusste Mensch, wenn ich den Sport nicht gehabt hätte. Haben Sie auch manchmal so gedacht als Kind, boah, hier bin ich jetzt einfach mal weg vom Rest der Welt? Ich habe mich ganz oft wirklich alleine im Wald gesessen oder irgendwo und eben dieser Moment wahrgenommen. Und manche würden vielleicht sagen, der macht jetzt Yoga oder der macht jetzt irgendwelche Meditationen. Aber das war für mich einfach ja, immer die Stärke, dann, was ich in Sport dann auch wieder rausholen haben können. Was gibt uns das auch, so verbunden zu sein mit den Wurzeln, auch dorthin zurückkehren zu können? Was gibt uns das? Das gibt uns Sinn und Sinn gibt uns Kraft. Sinn entsteht immer dann, wenn eine starke Beziehung da ist. Das geht auch zwischen Menschen. Das geht auch zwischen Menschen und Tieren. Und das geht eben sehr stark in Bezug auf den Ort, an dem sie groß geworden sind. Wir müssen nur mit einbeziehen, deswegen Heimaten. Wir müssen einbeziehen, dass das etliche Menschen halt nicht haben und nicht haben können, aber trotzdem Heimat brauchen. Heimat braucht jeder Mensch. Sehr oder aktuelles, abgeschwächt zu Hause. Thema, wenn wir an Emigranten denken, an Menschen, die fliehen aus ihrer Heimat. Ja, und dann muss es eine Auffangmöglichkeit geben. Mhm. Und die gibt es mit anderen Arten von Heimat. Was war denn in der Zeit, Sie sind ja dann raus, Sie wollten eigentlich eine Ausbildung machen wie Ihr Vater, zum Kirchenmaler und Restaurator, aber dann kam der Sport, dann kam die Bundeswehr, Sie haben gerade gesagt, 300 Tage im Jahr weg. Was war denn dann Schliersee? War das dann ein Rückzugsort oder was war das in der Zeit? Also der Rückzugsort und die Insel, das war immer meine Familie, also ja, das Zuhause, aber eigentlich war meine Heimat dann der Sport. Das heißt, wir
aus international, das sind dann vielleicht eine Gruppe von 400, 500 Leuten, die immer Hochschuhe 300 Tage im Jahr miteinander unterwegs sind. Alle Nationen. Da ergeben sich Freundschaften. Mit einem kann man es vielleicht nicht so, weil er mental vielleicht nicht jetzt deine Wellenlänge hat. Aber mir war, und das war mir eigentlich erst bewusst, wie ich aufgehört habe oder aufhören musste, weil es einfach keinen Sinn mehr macht ab einem gewissen Alter, dann war ich sehr traurig, dass ich aus dieser Familie raus bin. Mhm. Also diese Heimat, das war, wir sind alle in einem Boot und haben zusammen Höhen und Tiefen erlebt. Und das war eigentlich das, was uns so zusammenschweißt. Das hat Ihnen Sinn gegeben und Kraft gegeben. Ja, und das ist schon die zweite Heimat. Ja, die erste Heimat ist der Heimatort, in der Regel, wo wir geboren sind und aufgewachsen sind. Mit nichts werden wir dermaßen vertraut, als wie mit diesem Ort. Und die zweite Heimat, häufig zusammen mit der ersten, sind die vertrautesten Menschen. Genau. Bei denen wir uns zu Hause und beheimatet fühlen. Und da kann der Ort auch wechseln. Mhm. Wenn diese Menschen da sind, dann haben wir Heimat bei uns. Genau. Und Sie haben ja die erste Heimat in die zweite mitgenommen. Nämlich, wenn es zum Beispiel während Ihrer Sportlaufbahn irgendeine offizielle Ehrung gab, da standen Sie da in Tracht. Ja, und zwar absichtlich. Absichtlich. Weil wenn Smoking geheißen hat, dann haben wir gedacht, Tracht war ja in den 70er, 80er Jahren ja eher so betitelt, dass die alle nicht ganz geschult sind oder der IQ ein bisschen unten ist. Also schon ein bisschen schräg. War schräg und ich wollte einfach auch dafür dastehen und sagen, hey, es kann jeder tragen. Es ist natürlich, ist Tracht und Tracht ist Unterschied. Also es war schon mal eine besondere in dem Fall. Und es ist immer ganz schön, wenn ich dann in Norwegen war und das Königshaus mit Harald und Sonja ebenfalls in der Tracht dastehen und mir auch, dann fühlt man sich sofort irgendwie gleich. Das ist so, das gleiche Herz, das gleiche Tradition, das zu pflegen. Und wie schön ist es, wenn einer sein Land so präsentieren kann, was auch so typisch ist. Mhm. Und ich habe das am allermeisten gemerkt jetzt in der Ukraine. Ich bin lange, lange in der Ukraine, wie die Menschen hilflos waren, weil sie einfach ihre Tradition 100 Jahre oder über 100 Jahre nicht mehr ausüben durften, sodass sie gar nicht mehr gewusst haben, wo komme ich her. Und wenn du denen die Wurzeln nimmst, dann sind die einfach wurzellos. Mhm. Das habe ich das erste Mal gemerkt. Und jetzt dafür kämpfen sie, dass sie die Wurzeln, weil sie es wieder erkannt haben. Sie pflegen auch Ihre Wurzeln, Ihre bayerischen Wurzeln, ja, sind bei Bräuchen auch sehr präsent. Es gibt die Bootswallfahrt über den Schliersee. Was macht man da zum Beispiel? Naja, das hat sich natürlich so ergeben. Diese Tracht selbst war, weil der Ort schon 1200 Jahre alt ist. Und die Bootsfahrt war auch meinem Vater ein Ideengeber, diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Ludwig I. hat es verboten, weil natürlich viel getrunken worden ist und ein paar mit dem Boot abgesoffen sind. Ja, okay. Und jetzt ist das wiederbelebt worden, ist natürlich eine Bereicherung für die Tradition selbst. Es ist natürlich auch fürs Dorf. Und es ist ja gemeinschaftlich was zu tun und zusammen zu feiern. Und das ist ja das Schöne in Bayern, dass ja wir so viele Traditionstage haben und das Miteinander dann passiert. Also das macht jetzt keiner, bloß weil es jetzt vielleicht Geld bringt, sondern das machen wir, dass wir miteinander feiern und dass wir ja eben diese Gemeinschaft fördern. 2007 haben Sie dann auch noch etwas getan, nämlich das Markus-Wasmeyer-Freilichtmuseum Schliersee eröffnet. Sie bauen da ja unter anderem historische Gebäude, die so vom Verfall bedroht sind, ab und dann wieder auf. Und wollen damit auch das bayerische Erbe erhalten. Und wenn wir über dieses Erbe reden, sehen Sie auch etwas, das Ihr Zuhause, Ihre Heimat Schliersee in Gefahr bringen kann, dass es den Charakter verliert? Auf alle Fälle ist es so, ein Museum, Freilichtmuseum, so nennt man es in Oberbegriff, ein wichtiger Teil, um überhaupt das kulturelle Erbe zu erhalten. Aber ich sehe mich jetzt zwar baumuseal, aber ich sehe mich als Vermittler von Kultur und Geschichte und auch diese Wertigkeiten. Das heißt, die Wertigkeiten für die Lebensmittel, fürs Handwerk, was da dahinter steckt. Und das andere ist auch ein bisschen, den Menschen, die kommen, ein bisschen wachzurütteln, hey, jammert's nicht so. Die Leute damals, die haben so ums Überleben gekämpft. Die haben nicht gewusst, schaffen sie den Winter oder nicht. Mhm. Weil die Ernte vielleicht schlecht war, weil die Heuernte nicht gut war, dass die Tiere nichts zu essen haben. So ein bisschen
wachrütteln, wenn die Rauchküche dir den Rauch bis zum Hals steht, dann merkst du, dass es kein schönes Leben war. Also die Romantiker werden da relativ schnell gleich runtergeholt. Und das will ich auch zeigen. Gehen da denn alle mit oder sagen Sie, in gewissen Bereichen gibt es auch die Gefahr, dass Schliersee nicht mehr Schliersee ist, weil es sich verändert, weil es anders wird? Aber das ist ja unsere Geschichte. Wir haben uns ja immer verändert. Wir haben uns immer weiter verändert. Ist in der Sprache alleine. Wenn ich jetzt nur die Franzosen hernehme, es sind viele französische Wörter bei uns im Dialekt mit drin. Ja, das hat sich da verankert. Und auch ein Dorf muss weiter wachsen. Aber ich glaube, dass man ganz wichtig ist im Leben, dass man weiß, wo kommt man her. Und dann kann man auch wissen, wo geht man hin. Wissen? Ja. Wissen Sie schon, wo es hingeht für Sie? Ja, ich bin jetzt schon im gesetzten Alter, da hat man jetzt nicht mehr die großen Ziele, aber groß. Kann man immer haben. Ja, die hat man immer, natürlich. Die Familie ist halt immer das allerhöchste Gut, das was man hat. Und dann Menschen zu helfen, einfach helfen. Ich bin viel mit Unterstützung unterwegs. Ich habe vorher angeschnitten in der Ukraine und in viele anderen Länder. Und es ist so schön, wenn man die Möglichkeit dazu hat, was zu geben. Das bringt einen so viel mehr. Das ist so ein Gewinn in seinem Leben, das die wirklich ruhig macht und glücklich. Ja? So wirken Sie auch. Schön, dass Sie da sind. Markus Maßmeyer. Etwas, was Sie sich vielleicht vorstellen können, aber gar nicht machen wollen, nämlich die Heimat Schliersee zu verlassen. So etwas haben Sie in die Tat umgesetzt, Frau Hagehorn. Sie haben den Ort und auch das Land, in dem Sie jahrzehntelang zu Hause waren, dauerhaft verlassen und sind nach Bulgarien gezogen. War denn vorher Deutschland schon das Land, in dem Sie sich auch wohlgefühlt haben? Haben Sie sich zu Hause gefühlt die ganze Zeit? Das ist jetzt genau das, was Sie sagten. Es gibt Heimat und ein Zuhause. Also ja. Deutschland ist und bleibt meine Heimat. Ja. Zu Hause fühle ich mich in Bulgarien. Mittlerweile zu Hause in Bulgarien. Ja. Man muss dazu sagen, Sie hatten in jungen Jahren eine Ausbildung gemacht zur Groß- und Einzelhandelskauffrau. Sie haben drei Kinder großgezogen. Sie haben immer auch dazwischen immer mal wieder Teilzeit gearbeitet, waren im Marketingbereich tätig, haben irgendwann auch Ihren zweiten Mann, Bernd, kennengelernt. Ja. Wie war das für Sie nach all den Jahren und der vielen Arbeit in der Familie und auch im Job, als Sie dann erkannt haben oder festgestellt haben, was Sie für eine Rente bekommen, wie viel Rente Ihnen zusteht. Können Sie sich an den Moment erinnern? Ja, das war leider ein Schock. Ja, ein Schock. Ja. Ja, das war ein absoluter Schock, weil man hat ja eigentlich immer gearbeitet. Man hat immer versucht auch, vielleicht hat man nicht ganz so viel drüber nachgedacht in jungen Jahren. Mhm. Und was stand da denn für ein Betrag? Wissen Sie das noch? Tja, das war dann irgendwas mit 400... Irgendwas. Hatten Sie dann Existenzängste oder was hat das ausgelöst? Ja, zu dem Zeitpunkt eigentlich jetzt noch nicht so direkt. Das begann erst in dem Moment, als ich dann zum Arzt bin und der Arzt dann festgestellt hat, oh, na, da kommt Diabetes, da ist Polyarthrose. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt gehe ich überhaupt nicht mehr zum Doktor, weil jedes Mal kommt was Neues dazu. Ich habe Schlafapnoe. Dann hatte ich noch eine kranke Mutter, die habe ich gepflegt und versorgt bis zu ihrem Tod, zu Hause. Das war 2015, dass Sie... Ja. Und wie ging es Ihnen danach, nach dieser Zeit? Ja, ich muss dazu sagen, also davor, es war im selben Jahr, hat mein Mann gesagt, weil ich einfach kaputt war, ich war einfach fertig. Und dann hat mein Mann gesagt, jetzt gehen wir eine Woche irgendwo hin, um auszuspannen. Einfach. Also Sie hatten die Mutter gepflegt und Sie selbst waren ja krank und Sie waren einfach fertig. Ja, genau, so kann man sagen. Komplett fertig. Und mein Mann hat gesagt, so, und jetzt gehen wir eine Woche irgendwo hin. Und das war dann gerade Bulgarien. Bulgarien. Ja.
Ja, und wie hat es Ihnen da gefallen? Das war sehr schön. Und irgendwie kam dann in diesem Urlaub der Gedanke, da könnte man leben. Das wäre eine Alternative. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Mann ist aus der Tourismusbranche, als der jung war, der war Surf- und Tauchlehrer. Der hat mehrere Jahre in Spanien gelebt, der hat in Afrika gelebt, der war auf Kuba, der war eigentlich überall. Also der hat sich das auch zugetraut, und sowas, ne? Ja, der hat von Anfang an gesagt, jetzt so das Alter will er irgendwo verbringen, wo es mehr hat. Weil aber hatte das denn, ich meine, Sie könnten ja auch an der Nordsee oder an der Ostsee sein, hatte das schon auch was damit zu tun, dass Sie sich da mehr leisten konnten als in Deutschland? Auf jeden Fall. Es ist immer noch sehr günstig, das Land ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Die Menschen sind sehr freundlich dort. Und wenn man sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen auf die Menschen zugeht, sind die unglaublich gastfreundlich. Als Sie dann diesen Gedanken gefasst hatten, Mensch, wir könnten ja eigentlich hier auch leben, da sind Sie immer wieder an so einem Haus vorbeigefahren. Ja. Erzählen Sie mal, wie war das? Was war das für ein Haus? Es begann eigentlich damit, dass wir nach diesem Urlaub, 4 Wochen später ist mein Bruder verstorben. Ja. Und dann hat mein Mann gesagt, okay, jetzt könnten wir Nägel mit Köpfe machen. Vorher wäre es nicht gegangen. Ich wäre ja nicht gegangen, solange mein Bruder noch, ja. Und dann hat er kurzerhand das in die Hand genommen. Und dann sind wir im Oktober nach Bulgarien gefahren mit dem Auto. Hat er vorher Kontakt aufgenommen mit einem Ehepaar, das schon in Bulgarien lebte. Und die uns dann gesagt haben, kommt doch vorbei, wenn ihr da seid, wir können uns mal unterhalten. Und dann sind wir da auch ein paar Mal hingefahren und jedes Mal sind wir da vorbeigefahren an einem Haus. Ja. Das sah toll aus. Das hat uns irgendwie Was hatte das denn? Beschreiben Sie es uns mal. Das hatte ein Flair. Ein Flair? Mhm. Das hatte ein Flair. Ja. Ja. Das sah einfach toll aus, hatte eine Natursteinmauer. Es war einfach, ich kann es nicht erklären, aber das hat schon praktisch gerufen. Ja. Hallo, hier bin ich. Ja, und vor allen Dingen, es hat mein Mann gerufen und mich, was ganz wichtig ist. Ja. Ne? Also Sie waren sich einig. Ja, absolut. Ja, beide dachten, das ist Flair. Ja, aber da wohnten Leute drin. Okay, das ist erstmal ein Problem. Das ist erstmal ein Problem, ja. Ja. Und dann? So, nach dem dritten, vierten Besuch bei unserer Bekannte dann in diesem Dorf, sagte die Frau, ja, die möchte der Opa eigentlich auch schon seit 2 Jahren verkaufen. Oh. Hurra! Hurra! Dann sind wir aber ganz schnell, ganz schnell aktiv geworden. Und dann hat das geklappt? Und das hat geklappt. Ja. Dürfen wir erfahren, also Haus, Grundstück, wie viel hat das ungefähr gekostet? Ja, 14.000 Euro. 14.000 Euro. Ich habe, und es sind ein Raunen. 5.000. Ein Raunen, bitte. Ja. Und es kommen andere noch auf die Idee. Ja. Und es sind 5.000 Quadratmeter. Oha. Oha. Ja, der Wahnsinn. Ja, gut, kann ich natürlich nicht bewirtschaften. Oh, nein. Ja, ja. Ja, da kriegt man in vielen Städten nicht mal eine Garage. Muss man wirklich gut, so sagen. Mittlerweile, um den Preis auch nicht mehr zu kriegen. Ne? Das ist vor 7 Jahren gewesen. Ne? Ja. Und verstehen Sie in der Runde, dass man in so einer Situation sagt, komm, dann geht's jetzt eben weg? Ja, ich glaube schon. Weil wenn die Mutter war ja ein großer Ankerpunkt, kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, so und jetzt probieren wir es doch. Ja. Ich meine, 250.000 Deutsche beziehen ihre Rente im Ausland. Können Sie sich vorstellen, dass das noch mehr werden, dass es vielleicht sogar ein Trend wird, gerade aus der finanziellen Not heraus? Das kann schon sein, aber es ist gefährlich. Wir werden vielleicht erfahren, wie Sie das Problem gelöst haben. Möglicherweise waren ja schon vertraute Beziehungen vor Ort da, die Sie geschaffen haben, dann war es ein sehr großes Wagnis. Das war ein Das kann erstmal Vakuum Wagnis, sein. Ja. Und da kann man auch ins Nichts fallen. Dann gehen wir doch mal in dieses Wagnis rein. Als Sie dann 2016 tatsächlich ausgezogen sind, mit welchem Gefühl sind Sie so nach Bulgarien dann gereist? Euphorisch. Euphorisch? Absolut euphorisch. Ja? Weil es konnte ja alles nur noch besser wäre jetzt. Ja. Weil was hat Ihnen in Deutschland denn nicht gefallen? Lassen Sie es ruhig mal raus. Was war nicht mehr schön? Ja, dass man sich nichts leisten konnte. Ja. Ja, ich hatte ja dann Erwerbsminderungsrente. Das war ja also eine ganze Katastrophe. Ja. Ne?
Und mein Mann hatte 2 Herzinfarkte. Der hatte auch Erwerbsminderungsrente. Die war aber auch nicht ganz so groß. Gut, aber zusammen war es möglich. Ging es gerade noch. Aber hat sie auch Sorge, dass sie, was weiß ich, die Wohnung nicht mehr bezahlen kann? Ganz schlimm, ganz schlimme Sorge. Also es waren wirklich Existenzängste. Mhm. Weil wenn die Miete erhöht worden wäre, dann hätte man ein echtes Problem gehabt. Also im Endeffekt auch Sorge, dann irgendwann auf der Straße zu landen? Im definitiv, ja, definitiv. Also ich hatte wirklich, kann mich erinnern, schlaflose Nächte deswegen. Ja. Und ja, das schlägt einem ja unglaublich aufs Gemüt dann, ja, wenn man permanent immer wie so ein Damoklesschwert, das da über sich hat. Und man wird ja älter. Man will ja irgendwo hoffentlich mal bleiben. Hoffentlich. Ne? Ja, ja. Genau, genau. Was haben Sie denn... Ja, bevor wir zu dem kommen, was Sie zurückgelassen haben, was haben denn Ihre beiden Töchter und Ihr Sohn dazu gesagt? Die Mama will jetzt mal eben nach Bulgarien. Die wissen, dass ihre Mutter ein bisschen verrückt ist. Das ist nicht so schlimm. Mein Sohn und meine jüngste Tochter, die kamen natürlich im selben Jahr und wollten mal gucken, wo ich da überhaupt gelandet bin. Ne? Aber jetzt ist es ja so, Bulgarien ist in der EU. In 2,5 Stunden ist man mit dem Flieger wieder hier. Und von dem her gesehen ist das jetzt gar nicht so tragisch. Haben Sie Möbel rübergenommen? Fast nichts. Fast nichts. Fast nichts. Das, was Sie hatten, wie haben Sie das transportiert? Wir sind 3-mal mit dem Anhänger gefahren. 3-mal mit dem Anhänger hin und her. Danach habe ich gesagt, geht nie wieder. Ja. Weil es sind über 2000 Kilometer. Ja. Nein. Und wie war das dann, als Sie in das Haus so rein sind? Das war ein, ich finde, also für mich war es ein erhebendes Gefühl. Ich hatte bis dato noch kein Haus. Ja. Immer in Miete. Und das war so ein beruhigendes Gefühl, sagen zu können, okay, das ist meins. Hier kann mich niemand rauswerfen. Hier kann ich in aller Ruhe alt werden. Ja, so ist Heimat entstanden. Ja. So ist der Begriff Heimat entstanden. Täumert im Bayerischen, das war der Hof, den man besessen hat, dem einen niemand nehmen konnte, auf den man sich zurückziehen konnte und auf den man sich geschützt fühlen konnte. Apropos Schutz, ist es nicht auch schon was anderes, wenn ich mit meinem Partner dieses Wagnis eingehe? Ist es dann in der Fremde nicht schon nicht mehr ganz so fremd? Ja, das ist natürlich so. Wenn Sie Ihren Mann dabei haben, ein Mann seine Frau dabei hat, dann haben Sie immer die Heimat mit dabei. Das ist richtig, das kann ich bestätigen, ja. Das ist die entscheidende Heimat. Wie ist es denn im Dorf gewesen? Haben Sie da Anschluss bekommen? Wie haben Sie sich verständigt? Erzählen Sie mal, wie war das? Mit Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen, ja. Aber muss dazu sagen, es ist ein ganz winziges Dorf. Und das sind vielleicht jetzt gerade mal 25 Menschen, die da leben. Und hauptsächlich Ältere. Und man kennt sich untereinander. Und wenn man sich ein bisschen bemüht, kommt man überall gut klar. Und Sie sind freundlich, ich bin freundlich. Und ja, auch wenn es dann ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verständigung am Anfang gibt. Ich meine, man ist ja gezwungen, man muss ja relativ schnell lernen, wenn man irgendwas erreichen will. Ne? Gut, ich spreche Bulgarisch im Kleinkind-System. Aber Sie bemühen sich. Ja, und das wird hoch angerechnet dort. Ja, also die Menschen sind sehr erfreut, wenn sie merken, dass sich jemand tatsächlich Mühe gibt, auch ihre Sprache zu sprechen. Ja. Nun haben Sie ja 2 Enkel. Ich glaube, ein drittes war... 3 Enkel. 3 Enkel mittlerweile, aber Sie hatten damals 2 und eins war noch so auf dem Weg. Haben Sie da auch Dinge verpasst dann einfach? Natürlich, verpasst man, das ist klar. Man ist einfach nicht mehr so ganz involviert in das Leben. Aber man hat ja die moderne Medien, dann macht man halt mal ein Videochat oder sonst was. Ist nicht dasselbe, aber es hilft. Wir haben gesagt, der Partner, wenn er da ist, es gibt halt. Sie waren 2 Jahre in Bulgarien, als es Ihrem Mann plötzlich nicht gut ging und er sich hinlegen musste. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag? Das war, wie wenn man einen Schalter umknipst. Von einem Moment zum anderen war mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Weil wir waren ganz normal am Mittagessen. Er hat sich nach dem Mittagessen hingelegt. Kurz darauf sagt er, oh, mir geht's gar nicht so gut. Und er hatte den 3. Herzinfarkt und ist verstorben relativ schnell. Und ich meine, das ist
immer schlimm, wenn der Partner verstirbt. Jetzt waren Sie aber ja nicht umgeben von Ihrer Familie. Ist das dann noch mal was anderes? Das war ganz schlimm, ganz, ganz extrem schlimm. Weil einem quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Man schwimmt, man weiß überhaupt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Man hat, das ist wie ein luftleerer Raum. Also so habe ich es empfunden, wie so ein luftleerer Raum. Und nicht mehr gewusst, was ich jetzt machen soll. Was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig? Was passiert, was kommt? Ich meine, Sie waren in diesem Haus, das war Ihnen mittlerweile vertraut, aber es ist ja was völlig anderes, wenn Sie dann plötzlich alleine da sind. Ja, und dann muss ich dazu sagen, wir haben es ja umgebaut, es war noch lange nicht fertig. Mein Mann hatte 2 Tage vorher, hat er noch eine große Liste geschrieben, was denn so jetzt alles noch so zu machen ist. Ja. Und seltsamerweise, irgendwie war das wie so ein Anker. Diese Liste? Diese Liste. Inwiefern? Und ich habe diese Liste abgearbeitet. Sie haben dann auch andere Dinge gemacht. Sie haben gerade gesagt, 25 Menschen im Ort. Auf dem Land muss man auch mal hin und her fahren können. Sie waren aber, wie lange hatten Sie kein Auto gefahren? 25 Jahre. Haben Sie sich wieder rangewagt? Ja, mittlerweile fahre ich wieder. Aber das war auch ein langsamer Prozess. Ja. Weil man ist ja auch sehr unsicher. Ne? Und ich hatte auch zu den anderen Sachen kommt ja nur dazu, dass ich Makuladegeneration habe. Also ich sehe auf dem linken Auge jetzt mittlerweile gar nichts mehr. Okay. Und dann ist das halt, deswegen bin ich ja nicht mehr gefahren. Haben sich Ihre Nachbarn da nicht Sorgen gemacht, wenn Sie da gerade dann mal mit dem Auto um die Ecke gekommen sind? Da meine Nachbarn alle kein Auto hin. sind die ganz begeistert, wenn jemand mit Auto da ist und sie mal irgendwo hinfährt? Okay, ja dann. Egal wie. Nun haben Sie ja gesagt, Mensch, dieses Haus war ja auch so toll, weil da konnten wir zusammen alt werden. Ja. Und auch wenn Ihr Mann 2 Herzinfarkte hatte, wahrscheinlich haben Sie ja diese Möglichkeit nicht groß durchgespielt, oder? Mein Mann war jetzt niemand, der jetzt äußerst ängstlich war. Ja. Es war ihm bewusst, der Arzt hatte nach dem 2. Herzinfarkt gesagt, als ein 3. wird das ja wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. Aber mein Mann war ein Macher. Und wie gesagt, sportlich immer volle Kanne gib ihm und lieber mit Ach und Krach als lieber mit voller Power als dahin sicher. Aber das hat ja bedeutet, Sie mussten Ihren Lebensentwurf komplett jetzt umstellen. Aber absolut. Sie haben dann ja auch andere Dinge sich drauf geschafft. Ne? Sie gerben Schafsfelle, ja. Sie machen Wein, Sie brennen Likör ja. Und Sie züchten Hühner. Jawohl. Wie sind Sie denn aufs Huhn gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ich wollte einfach Eier haben und da ich... Das ist schon mal ein Grund. Da ich 7 Kilometer fahren muss, bis ich zum nächsten kleinen Tante-Emma-Lade komme, dachte ich, wäre ja jetzt nicht ganz so verkehrt. Ein Grundstück ist ja groß genug. Ne? Und dann hatte man ja noch so eine Außentoilette. Ne? So, dachte ich, was machst du mit dem Ding? Machst du einen Hühnerstall drauf? Hühnerstall, ja. Hat man die Toilette gut genutzt? Genau. Ja, erstmal toll, muss man sagen, dass Sie das so angegangen sind. Nun sagt man ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Stimmt es noch? Es ist jedenfalls, es wird mit den Jahren schwieriger. Ja. Das Beste ist, wenn noch eine 3. Heimat dazukommt. Und ich habe den Eindruck, die haben sie auch. Ganz wichtig, dass ein Mensch bei sich selber beheimatet ist. Und sich in diese Heimat zurückziehen kann, mit sich vertraut ist, mit sich befreundet ist und nicht mit sich noch fürchterliche Kämpfe ausfechten muss. Das war ganz wichtig. Ich musste mich tatsächlich selber neu definieren. Mhm. Das war nicht ganz leicht. Also mein Mann ist jetzt 5 Jahre tot und jetzt kann ich sagen, bin ich eigentlich so mit mir im Reinen. Und ich habe so meine eigene Balance gefunden. Sie haben ja auch gesagt, das ist jetzt Ihr Zuhause. Ja. Möchten Sie bleiben? Stopp. Ja. Definitiv. Und wären Sie auch offen für einen neuen Partner nach diesen Jahren?
Mittlerweile ja. Mhm. Wäre eine Bereicherung. Muss nicht unbedingt sein, aber wäre eine Bereicherung. Durchaus. Würden Sie denn auch sagen, dass Sie das alles auch selbstbewusster gemacht hat in einer gewissen Art? Ja, definitiv. Ja? Definitiv. Also ich weiß, was ich will. Ich weiß, was vor allen Dingen weiß ich, was ich nicht will. Ja. Und was wollen Sie nicht? Eingeengt sein. In Bulgarien kann ich leben, die Menschen dort lassen mich leben, so wie ich leben möchte. Ich kann kreativ sein, ich kann irgendwelche Spinnereien ausprobieren, gerade wie mit dem Gerber von Schaffelle. Ne? Das hat mir einfach leid getan, weil die dort wegwerfen wäre. Und dann dachte ich, es gibt doch irgendwie, hat es doch früher auch Möglichkeit gegeben, diese Felle zu gerben. Mhm. Muss doch möglich sein. Hat mich schlau gemacht und ja. Also dieses Gefühl, nicht eingeengt zu sein, frei zu sein, ja. Ist das auch wichtig für Sie, um sich zu Hause zu fühlen? Ganz wichtig, ganz wichtig. Also wer möchte schon mal Käfig leben? Schön, dass Sie dieses Zuhause dann gefunden haben. Ja. Vielen Dank dafür, dass Sie da sind, Frau Hagerhorn. So, das Zuhause ist für viele, das haben wir auch schon gehört, ja auch mit Familie verbunden. Nicht für alle, aber für viele. Wir reden über Familie, Herr Prüfer. Sie leben mit Ihrer Frau, Ihren 4 Kindern, bei Ihren Eltern, mit Ihnen unter einem Dach. Vor 6 Jahren sind Sie zurück in die Heimat gezogen, nach Darmstadt, in Ihren Geburtsort. Da waren Sie 38. Wenn Ihnen mit 20 jemand gesagt hätte, mit 38 ziehen Sie wieder bei den Eltern ein, was hätten Sie gedacht? Oh Gott, ich wäre, glaube ich, von der Brücke gesprungen. Also in dem Alter war ich als Kind, Teenager, fand ich Darmstadt das Schlimmste der Welt. Das ist bürgerlich, spießig, Kleinstadt, und ich hatte immer vor, erstmal in die nächstgrößere Stadt zu ziehen, nach Frankfurt, und dann weit, weit weg in die große Welt hinaus. Und dieses bei den Eltern einziehen, war das auch, wäre das auch so ein Ding gewesen? Oh nee, gescheitert oder irgendwie so? Haben Sie solche Gefühle gehabt mit 20? Mit 20? Mit 20 ganz sicher, aber heute überhaupt nicht. Was ist, ist einfach die beste Entscheidung für alle, und ich weiß, das sehen viele in Deutschland so in diesem Kulturkreis. So, also die Eltern sind sowas, womit man sich auch im Alter noch distanzieren muss. Aber das hat, dieses Verhältnis hat sich bei mir vollkommen verändert. Und wie sich das verändert hat, genau das ist ja das Spannende. Da wollen wir auch mehr drüber erfahren. Sie haben nämlich auch 10 Jahre in Kambodscha gelebt. Mhm. Haben Sie sich dort auch zu Hause gefühlt? Zu Hause ja, nie Heimat. Mhm. Also es ist eine völlig andere Kultur, und es ist auch eine Kultur, in die man nicht reinkommt. Mhm. Also wenn ich da gelebt habe, war ich immer der Barang, der Weiße. Und ich war auch akzeptiert, ich war auch in der Familie akzeptiert, die haben mit mir über Probleme gesprochen. Und, aber es war immer klar, ich bin was anderes. Mhm. Und Kambodscha ist auch keine Kultur, die man so annehmen kann. Also den Glaube an die Geister, der Buddhismus, da kommt man nicht so von außen einfach rein. Sie haben aber Ihre Frau dort kennengelernt. Ja. Srikeo, erstmal herzlich willkommen. Sie sind auch hier im Nachtcafé. Vielleicht können Sie uns sagen, wir haben ja über Familie gesprochen, über das Zusammenleben gesprochen und auch, dass es in Deutschland irgendwie selbstverständlich irgendwann war, erstmal rauszugehen aus dem Elternhaus. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie mit Ihrer Familie eng zusammengelebt, vielleicht auch schon unter einem Dach, oder war Ihre Familie eher verstreut? Wie haben Sie das erlebt? Bei uns in Heimat, wir wohnen auch zusammen in einem Dach. Auch unter einem Dach? Ja. War Ihnen das auch wichtig? Gehört das wie selbstverständlich auch dazu? Ja? Ja. Wenn Sie das beschreiben, Sie haben dort Ihre Frau kennengelernt, Sie haben sich nie richtig heimisch gefühlt. Wie war denn dann die Heimkehr? Das war sehr schwierig. Also es ist ziemlich einfach, ein Land zu verlassen, aber nach 10 Jahren zurückzukehren, wenn man keinen Job mehr hat, keine sozialen Beziehungen, keine Geschäftsbeziehungen mehr, das war eine extrem schwierige Zeit. Muss man sagen, Ihre Eltern besitzen ein Haus, auch mit durchaus Platz. Hatten Sie denn zu Beginn den Eindruck, denen wäre es vielleicht sogar ganz recht, wenn Sie sagen, du übrigens, wir sind wieder zurück mit der Familie, könnten wir nicht bei euch rein?
Nee, das, also wir hatten nicht erwartet, dass das so einfach wird. Okay. Und natürlich, also für dieses Visum braucht man natürlich auch Wohnraum und auch offensichtlich, da ist eine leerstehende Wohnung. Die Idee hatten wir natürlich sofort, dass wir dann sagen können, okay, hier, wir sind hier gemeldet, zack, Job habe ich, also bitte Visum jetzt. Ja. Und die wollten das partout nicht. Also Ihre Eltern wollten das nicht? Ja, die hatten, also wir haben ja auch lange, waren lange Zeit getrennt und das Verhältnis war nicht schlecht geworden, aber irgendwie hatten wir uns so ein bisschen auseinandergelebt. Mhm. Und wenn jetzt dein Kind wiederkommt und sagt so, ha, ich bin wieder da, da entstehen da einfach ziemlich viele Ängste, was da schiefgehen kann, wie das Verhältnis daneben gehen kann. Ist es richtig, dass Ihr Vater das sogar per Mail Ihnen gleich mal klargestellt hat, dass das nicht so der Weg ja, ist? Ja, die hatten auch Angst einfach, wenn wir da jetzt mit zu sechst reinmarschieren. Mit Sack und Pack? Mit Sack und Pack, dann sind Sie ja eine Minderheit im Haus. So, ne? Das dann übernehmen wir quasi die Bude und Sie sind schon so im halben, haben schon fast den Koffer vor der Tür. Wie war denn der Moment, als ihr in diese Wohnung, als ihr da eingezogen seid? Haben Sie da das Gefühl gehabt, ich könnte hier heimisch werden oder wieder zu Hause sein? Oder war das ja, eher das, so ein... Ja, das war ja mein Zuhause. Das war ja mein, wir leben ja tatsächlich in meinen Kinderzimmern jetzt. Also, ja, und das ist auch... War das ein gutes Gefühl? Also in dem Moment, als die gelandet waren in Frankfurt am Flughafen, da haben wir derart viel durchgemacht. Anwälte bezahlt, auf Rückmeldungen von Behörden gewartet. Also es war ein irrsinnig langer Prozess, dass da einfach nur Erleichterung war. Okay. Und wie würden Sie das jetzt beschreiben, wenn wir ins Heute springen? Was funktioniert gut jetzt mit den Eltern unter einem Dach, mit vier Kindern? Es funktioniert einfach super. Also ja. Wir hätten das alle auch nicht erwartet. Wir haben alle erwartet, es wird ein Drama. Also und das ging von Anfang an gut. Also die Kinder mögen die Großeltern. Auch dadurch, dass die Kinder in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, sind sie sehr respektvoll gegenüber Älteren, was das Zusammenleben einfacher macht. Haben Sie einen eigenen Bereich im Haus oder wie können wir das? Ja, das sind getrennte Stockwerke und dazwischen ist eine Glastür, die man zumachen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass jeder seinen Bereich hat. Und essen Sie dann? Essen Sie zusammen oder wie läuft das so? Nö, wir haben getrennte Mahlzeiten. Wir essen manchmal zusammen, so nach wie es eben kommt. Aber das, also, wenn wir zusammen essen, dann ist es immer ein Event. Also, aber tagtäglich kocht jeder für sich. Und Sie sagen, Ihre Kinder sind respektvoll, auch den älteren Menschen, auch Ihren Großeltern gegenüber, also Ihren Eltern. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie auch gerne bei den Großeltern sind? Ja, total. Ja? Ja. Also meine Eltern, denen tut es enorm gut, mit den Kindern zusammenzuleben. Das belebt sie enorm. Sie strukturiert auch ihren Tag und sie beschäftigen sich ziemlich viel mit den Kindern. Gerade mit dem jüngsten Kind, Noah, der ist jetzt in der 4. Klasse. Und also meine Mutter ist pensionierte Grundschullehrerin. Also sie macht immer die Hausaufgaben mit ihm zusammen. Und der ist fast mehr bei denen als bei uns. Und jetzt ist er gerade auf Klassenfahrt. Und das ist das erste Mal, dass Noah nicht im Haus ist. Und dann auf einmal sind die so... Da fehlt was. Was machen wir jetzt? Ja, da fehlt was. Erstmal toll, wie Sie uns das beschreiben. Da schon mal danke dafür. Herr Wasmeier, wie weit leben Sie jetzt von Ihren Eltern entfernt? Sind 80 Meter. 80 Meter. Wie oft sind aber, Sie? Aber wenn man Kinder bekommt und das Erste, dann ist zu viel Liebe. Das sind dann vier Personen, die wohl nur auf den Kleinen sind, wie dann das Zweite und das Dritte. Dann war es schon einfacher, dann waren wir auch wieder froh. Ah, da kommen wir mal. Aber würden Sie schon sagen, dass es gut ist, wenn alle so eng beieinander, Braucht es am Ende doch ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen? Das ist das Phänomen, die Enkel-Großeltern-Beziehung. Ja. Die einzige Beziehung, die fast immer voll funktioniert. Mhm. Das ist phänomenal. Das stimmt. Und die Großeltern kriegen neuen Schwung und erleben eine zweite Jugend. Und die Enkel lieben ihre Großeltern. Wir alle haben Großeltern. Sie wissen, was ihnen die Großeltern bedeutet haben. Eben auch über den Tod hinaus. Insofern ist das, ein bisschen pathetisch gesagt, eine metaphysische Beziehung. Also etwas, was über das Physische hinausgeht und sich hält. Die Großeltern können sicher sein, zeitlebens werden sich die Enkel an sie erinnern und sie lieben.
Frau Prüfer, nun haben Sie ja Ihre eigene Kultur. Sie haben das gerade angesprochen, ne? Buddhismus, eigene Formen von Kultur. Können Sie das pflegen? Pflegen Sie das hier in Deutschland? Ja, die Khmer-Kultur, die Religion, also mein Mann hat ein kleines Häuschen für mich gebaut, für Hausgeist. Es gab keinen Mönch, dass ich etwas machen kann. Und dann dieser letzte Monat hat mein Mann das auch gesucht, dass es hier in Erbstadt gibt, dass es was zu machen. Mhm. Ja, und wir fahren dahin zusammen. Schön. Ja. Toll, dass Sie da unterstützen. Aber Sie müssen noch eins aufklären. Ich habe da gerade auch so ein Foto gesehen. Was ist das genau für ein Häuschen, das Sie da aufgestellt haben? Das ist ein Geisterhäuschen. Geisterhäuschen? Für wie heißen die Geister? Die Tevada? Prapum. Prapum. Ja. Geist ist ja so ein bisschen, das klingt nach Huibu, das Schloss. Also Spirit wäre mir das richtige Wort. Für Spirits, die in der Erde sind. Mhm. Die dann so ein bisschen vertrieben werden, wenn wir da unser Haus hinbauen. Nein, nein, und die Spirit dann, in der Ort. Genau. Ja. Im Ort. Ja. Und die brauchen eben ein Ersatzhaus. Und das haben Sie da hingestellt. Genau. Nun ist es ja so, Sie sind ja zurück zu Ihren Eltern. Wie ist das für Sie? Vermissen Sie Ihre Familie, die noch dort ist, in Kambodscha? Vermissen, ja, aber gibt's schon. Ist aber auch ganz schön, wenn Sie ein bisschen weiter weg sind. Ja. verstehe. Nun sind Ihre Eltern ja gehen auf die 80 zu. Ne? Ja. Wenn die irgendwann mal nicht mehr so agil sind, dann sind die ja im Umfeld. Also die sind ja nun wirklich da. Ja. Haben Sie sich überlegt, ob Sie sich dann kümmern oder haben Sie auch über sowas schon? Ja, deshalb sind wir da auch eingezogen. Also ja. Es war ja immer die Sorge, was ist mit denen, wenn sie alt werden und wir sind dann in Kambodscha. Meine Eltern möchten nicht in ein Altersheim. Und es war auch für Srikau eine ganz wichtige Erkenntnis, als wir mal meine Großmutter im Altersheim besucht haben und ja. Es erlebt hat, also wie man in Deutschland mit alten Menschen umgeht, die kommen ins Altersheim. Das war für sie ein echter Schock. Also das hat für sie wirklich nochmal unsere Kultur ganz anders an anderen Licht dargestellt. Dass das so getrennt ist überhaupt und dass man da die älteren Menschen in gewisser Weise abstellt, war das so das Gefühl? Ja, und das war ein echter Schock für sie. Mhm. Und auch eine echte Angst, selbst im Alter dann von der Familie getrennt zu sein und in so einem Heim zu leben. Und hat das in Ihnen auch was ausgelöst? Ja, total. Mhm. Also wir möchten das nicht und ja, wir wollen mit denen bis ins Alter zusammenleben. Und das ist auch so klar, dass meine Eltern da aus dem Haus zuerst ausziehen werden. Und für mich ist das die Position. Jetzt ist es so, früher war das üblich. Also früher gab es auch in Deutschland Großfamilien. Das ist lange nicht mehr die Regel. Es gibt jetzt zwar vereinzelt immer schon mal wieder Mehrfamilienhaushalte, aber es ist eben nicht die Regel. Kann auch das irgendwann mal wieder zum Trend, zu einer Lebensform der Zukunft werden, als ganze Familie gemeinsam zu leben? Zweifellos, aber aus anderen Gründen als einst. Ja. Denn es waren mal Zwangsbeziehungen. Da muss man sich nichts vormachen. Das ja. War nicht immer lustig. Mhm. Herr Wasmeier weiß das, wie das auf dem Land in Bayern zugegangen war. Amen. Und wenn das jetzt neu entsteht, sind das Wahlbeziehungen. Das ist was anderes. Entstanden ist sehr viel Suche nach Heimat, weil diese alten Beziehungen zerbrochen sind. Weil Traditionen verachtet worden sind. Mhm. Aber auch da gilt, die Traditionen, die sehr viel Heimat stiften können, die Traditionen jetzt wieder zu beleben, geschieht aus einer Entscheidung. Das ist nicht mehr, weil ich gezwungen bin, der Tradition zu folgen, sondern weil ich sie liebe, weil ich sie schätze und weil ich es toll finde. Das, was mir an Bayern, ich stamme selber aus Bayern, was mir an Bayern so faszinierend erscheint, ist, dass die es schaffen, mit großer Heimatverbundenheit Weltoffenheit zu verbinden. Mhm. Das schaffen andere nicht. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum das die Bayern so gut schaffen. Es müssen auch für Sie immer wieder offene Fragen da sein, oder? Genau. Ne? Sonst lohnt sich das ja nicht mehr zu denken. Ein Forschungsthema. Genau. Sind Sie gekommen, so hört sich das an, um zu bleiben, um auch in Darmstadt die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu verbringen? Ja, absolut. Ja.
Also zumindest ist meine Eltern gestorben, ja. Was brauchen Sie denn, wenn Sie es für sich noch mal zusammenfassen, was brauchen Sie, um sich zu Hause zu fühlen? Zu Hause sind immer die Menschen, die man liebt. Also ich habe ja an verschiedenen Orten gelebt und wurde von verschiedenen Orten geprägt. Und habe dadurch auch so ein bisschen so diesen Begriff von Heimat verloren. Also für mich gibt es jetzt nicht mehr die Heimat, sondern es gibt nur Heimaten. Ja, den Plural haben wir heute gelernt. Ja. Ja. Aber die Heimat ist immer, wo meine, die Menschen sind. Dann hoffen wir einfach, dass es Ihrer Frau, Ihnen, den vier Kindern und auch Ihren Eltern einfach noch lange gut geht, und weil da Ihre Heimat ist und dass Sie diese Heimat lange genießen können. Vielen Dank Ihnen allen. Frau Trute, wo ist Ihr Zuhause, wo ist Ihre Heimat? Wie würden Sie das fassen? Ja, ich halte diese beiden Begriffe wirklich auseinander. Ja? Und zwar Heimat ist dort, wo ich geboren bin, wo meine Wurzeln sind, wo meine Verwandten meist Verwandten sind. Und zu Hause bin ich hier in Deutschland. Mhm. Damit wir das verstehen, Sie sind 1958 in Vietnam geboren. Ja. Inwiefern hat auch der Krieg Ihre Vorstellung und Wahrnehmung, denn es kam ja dann der Krieg, der hat Ihre ganze Kindheit im Prinzip geprägt, Ihre Wahrnehmung von zu Hause beeinflusst? Ich muss sagen, Sie haben gerade das angesprochen, was auf meiner Seele ist. Ich habe in der Form keine richtige Heimat. Mhm. Weil mit 6, so 14 Tage nach meiner Einschulung, kam der Krieg. Also die Bombardierung. Und von dort an. In Hanoi waren Sie? Ja, von dort an wurde ich immer von Ort zu Ort weggetragen. Das heißt also tief in den Dschungel. Und ich hatte 10 Jahre, wir hatten 11 Jahre Schule gehabt. Ich hatte mindestens 6 Mal die Schule gewechselt. Und deswegen gab es für mich kein richtiges Zuhause. Sie waren ja dann im Dschungel auch gemeinsam mit anderen Volksgruppen, die eine andere Sprache hatten, eine andere Kultur hatten. Mussten Sie da auch lernen, mit Anderssein, mit Fremdheit schon umzugehen? Sofort von Anfang an, also als Kind, als kleines Kind, spürte ich sofort, ich sprach nicht Ihre Sprache. Mhm. Und wir waren auch als sozusagen kultivierte Menschen, die in den Dschungel gehen und den Leuten etwas beibringen sollten. Und sie haben Angst gehabt, dass wir, also wir waren für die wie eine Bedrohung. Mhm. Ja, und deswegen wurden wir auch stigmatisiert und beziehungsweise angefeindet. Und ich hatte als Kind schon irgendwie diese Technik gehabt. Ich hatte von meinen Eltern ab und zu mal einen Bonbon gehabt und habe ich immer weggepackt und habe dann immer, wenn ich in die Schule ging, weil ich auch eine sehr, sehr gute Schülerin war, haben sie mich noch mehr gehasst. Und ich habe dann immer so mit solchen Sachen dann so gelockt und habe dann versucht, ihnen zu zeigen, dass ich nichts Böses meine und ich würde für sie von Nutzen sein. Und das hat geklappt. Ja. Durch das Bonbon schon allein. Ja. Verstehe. Sie haben gesagt, Sie sind eine gute Schülerin gewesen. Sie haben dann auch Abitur gemacht. Sie konnten dann aber nicht das studieren, was Sie gerne wollten. Und haben dann an einem Ausbildungsprogramm kommunistischer Staaten teilgenommen und sind dann mit der transsibirischen Eisenbahn in die DDR gefahren. Wie können wir uns Ihr Leben in der DDR dann vorstellen? Sie haben es gesagt, Sie waren 18, als Sie dort eingetroffen sind. Die DDR war für mich damals wie ein Wunderland. Weil wenn man aus dem Krieg, aus dem Dschungel, wo kein Licht gab, wo kein fließendes Wasser gab, wo man immer Hunger haben musste, war die DDR für mich ein Traum. Mhm. Und die Menschen waren damals auch sowas von freundlich. Ich kam im März, also Ende März, und da begann schon in Neubrandenburg Frühlingserwachen. Ja? Mhm. Also so, da kam überall blühen die Bäume so schön, und ich kam aus dem Krieg, wo nichts war, wo alles so kahl und so
kaputt. Und dann kam hin und so eine tolle Welt und die Menschen waren so, so freundlich. Und jeden Tag, wenn wir von der Schule kamen, da stand auf dem Tisch einen Teller voll Obst, was wir nicht zu Hause kannten. Und das hat für mich so beeindruckt, also es hat mich so beeindruckt, dass ich mir gesagt habe, hier will ich etwas lernen, hier will ich etwas tun. Und war denn erwünscht auch, dass Sie sich integrieren, dass Sie auch engere Kontakte zu anderen haben? Das ist in der Tat so, dass wir, also ich war damals zunächst für 3 Jahre geplant für die Berufsausbildung. Und es war von Anfang an klar, dass wir nach 3 Jahren zurückgehen sollten. Deswegen waren wir immer nur Gäste in dem Land. Also niemand hat damit gerechnet, dass wir eine gute Verbindung aufbauen sollten. Und daher gab es auch keine Verbindung. Sie haben ja dann aber auch intensiv Deutsch gelernt. Wie haben Sie das übrigens gemacht? Ich habe sehr schnell festgestellt, weil ich lieb die Natur. Ich habe ja im Wald gelebt. Und deswegen zog mich immer dorthin, wo die Bäume sind. Und ich habe festgestellt, in Neubrandenburg einen wunderschönen Friedhof, so ein Zentralfriedhof, ganz tolle Bäume, so richtig dicke Bäume, so wie im Dschungel auch sowas gab. Und ich habe festgestellt, das ist so schön, so leise, so ruhig. Ich konnte dort lernen und vor allem habe ich festgestellt, die älteren Menschen, die dorthin jeden Tag gehen, die sind sehr offen. Also sie sprechen mich an und sie haben gesehen, wie ich auf der Bank saß und mit vielen Büchern. Dann haben sie mich angesprochen und ich konnte natürlich noch so gut wie kein Deutsch. Aber dann haben sie auch festgestellt, dass ich die Sprache noch nicht konnte. Und dann haben sie mit mir geübt. Also immer, wenn ich irgendetwas gesagt habe, haben sie mich dann korrigiert und haben dann vorgesagt und ich habe wieder nacke und so habe ich dann die deutsche Sprache gelernt. Sie sind dann nach 6 Jahren, nicht 3, sondern nach 6 Jahren zurück nach Vietnam. Sie waren da 18 gekommen, 24 sind Sie wieder zurück. Wie war das dann, als Sie mit dem Flugzeug wieder in Vietnam gelandet sind? Sie müssen sich mal so vorstellen, wir waren in der Zeit, wo die Kommunikation nicht so wie heute war. Also ein Brief war 8 Wochen unterwegs. Und in der Zeit hatte ich keinen Kontakt zur Familie. In den 6 Jahren hatte ich kein einziges Mal eine Stimme gehört von meinen Eltern, von meinen Geschwistern. Und deswegen bin ich nach Hause geflogen. Ich bin mit der Bahn gekommen und zum ersten Mal in meinem Leben saß ich in einem Flugzeug und guckte dann runter bei der Landung und habe gesehen, wie die Flughafengebäude alles aus der Strohhütten. Und dann sind wir reingekommen, die Fußboden sind noch aus Lehm gestemmt. Ich habe nur geweint. Und dann haben sie uns abgeholt vom Flughafen mit so einem Bus, was man nicht als Bus definieren kann. Das ist wie so viel Transport. Haben sie uns dann in die Stadt gebracht. Warum haben Sie geweint, wenn Sie das beschreiben? Ich kann es nicht so beschreiben. Es ist diese Emotion. Vor allem, ich habe 6 Jahre lang in einem schönen Land gelebt. Und ich habe mir wahrscheinlich vorgestellt, dass es in der Zwischenzeit bei uns zu Hause auch ähnlich sein könnte. Und das war nicht der Fall. Haben Sie sich in Ihrem alten Zuhause, nachdem Sie 6 Jahre woanders waren, noch zu Hause gefühlt? Ich hatte in den 6 Jahren nur ein Ziel gehabt, irgendwann erfolgreich mit einem Lernergebnis nach Hause zu gehen, um meinem Land beim Wiederaufbau zu helfen. Das war ja auch so gemeint. Aber als ich zu Hause war, habe ich nach 14 Tagen festgestellt, das war eine falsche Entscheidung. Ich habe mich dermaßen entfremdet
Es ist nicht mehr mein Zuhause. Das, ja, es sind nur noch die Eltern. Mhm. Meine Geschwister sind in der Zeit auch ausgewachsen sozusagen. Sie haben mich auch nicht mehr, also wir haben uns sozusagen auseinandergelebt. Mhm. Es waren nur noch die Eltern, die eine enge Bindung zu mir hatten. Das muss man sich auch erstmal eingestehen. Ja. Ne? Nach so einer Hoffnung, sie fliegen dahin. Aber Sie wussten es dann nach 2 Wochen und Sie sind dann 2 Jahre vor der Wende als Vertragsarbeiterin wieder zurück in die DDR gegangen. Wie haben Sie dann Ihren Mann kennengelernt? Ich war als Dolmetscherin für die Vertragsarbeiter eingesetzt worden und mein Mann war Busfahrer. Und ich habe ihn kennengelernt, weil ich eines Tages während einer Fahrt hinter seinem Rücken gesessen habe und er hat einen Witz so auf die Scheibe geklebt und ich fand den Witz so lustig und deswegen habe ich immer hingeguckt und wieder gelächelt und wieder hingeguckt und wieder gelächelt und er hat das durch Rückspiegel gesehen, wie ich da immer wie ich mich so amüsiert habe über seinen Witz. Und deswegen hat er mich angesprochen. Aber an den Witz können Sie sich nicht mehr erinnern, oder? Doch, doch, aber ich weiß gar nicht, ob ich so etwas hier erzählen kann. Also, wir haben nichts dagegen. Also, doch, ja, also, ein Adler friss eine Maus und konnte sie nicht verdauen. Und auf der 9000 Meter Höhe guckte die Maus aus dem Hintern raus und fragte, sag mal, wie hoch sind wir denn? Sagt der Adler, 9000 Meter, mach bloß keinen Scheiß. Ja. Ja, also... Dieser Witz hat Sie dann also zusammengeführt. wie wurden Sie denn dann aufgenommen? Und man sieht ja heute noch, wie Sie strahlen, wenn Sie von Ihrem Mann erzählen. Wie wurden Sie dann von der Familie aufgenommen? Mein Mann hat mich damals angesprochen und irgendwann hat er gefragt, ob es möglich wäre, eine Freundschaft aufzubauen. Da habe ich gesagt, Freundschaft ja, aber mehr auch nicht. Und aber er hat immer so nicht losgelassen und hat immer wieder eingeladen. Er hat gesagt, er würde mir den Harz zeigen. Das hat er auch getan. Und eines Tages hat er mich ganz zaghaft gefragt, die Einladung seiner Eltern zum Kaffeetrinken annehmen würde. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er mich abgeholt vom Wohnheim, weil wir haben damals noch im Wohnheim gewohnt, und mich dann zu seinem Zuhause gebracht. Es hat ein bisschen genieselt und seine Mutter kam dann mit dem Schirm zum Auto und hat mich abgeholt, sozusagen ins Haus begleitet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, von dem Moment an denke ich, das ist dein Zuhause. Wow. Also, ich muss erst mal sagen, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. mich interessiert noch eins. Sie haben gesagt, in Vietnam haben Sie anders ausgesehen als andere Frauen. Das hat Ihnen so ein Gefühl von Fremdheit gegeben. Wie war das denn in Wernigerode, da wo Sie gelebt haben? Wie war es im Umfeld? Waren Sie da überall aufgenommen oder haben Sie da auch manchmal vermittelt bekommen, nicht selbstverständlich dazu zu gehören? Ich denke mal, vom Aussehen her bin ich keine Deutsche. Und das war auch der Grund, warum ich jahrelang gesagt habe, ich brauche keine deutsche Stadtbürgerschaft, um als gute Bürgerin in Deutschland leben zu können. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, dass ich nicht unbedingt den vietnamesischen Pass abgeben möchte. Mhm. Aber
Ich denke, in Wernigerode komme ich sehr gut zurecht, weil ich gut Deutsch spreche, weil ich mich äußern kann, weil ich mich in kritischen Situationen auch wehren kann. Ja, also sowohl verbal als auch so Gestik, Mimik. Und ich muss auch sagen, weil ich gesagt habe, Wernigerode ist mein Zuhause. Und deswegen tue ich alles dafür, dass das mein Zuhause ist. Insofern engagiere ich mich sehr, sehr stark in Wernigerode, auch sozial. Und ich werde auch anerkannt und ich wurde anerkannt und ich werde weiterhin auch anerkannt. Man muss dazu sagen, Sie kümmern sich um Menschen mit Migrationsgeschichte. Sie haben eine Städtepartnerschaft ins Leben gerufen. Sie haben sogar einen Fachkräfteaustausch mit jungen Menschen aus Vietnam angekurbelt. Und für Ihr Engagement haben Sie schon vor einigen Jahren das Bundesverdienstkreuz erhalten. Erstmal Respekt dafür. Man muss dazu sagen, vor einem Jahr, bei all dem, was Sie jetzt beschreiben, gab es auch ein für Sie sehr erschütterndes Ereignis. Sie haben einen Drohbrief erhalten. Erzählen Sie mal davon. Auf dem Brief stand, du bist die größte Betrügerin hier im Lande. Du handelst mit Rauschgips und du machst mit ich kann es gar nicht mehr wiedergeben, aber und dann als der Satz, und wenn die Russen hier einmarschieren, dann sorgen wir dafür, dass du ganz schnell Richtung Vietnam dich bewegst. Wenn die Russen hier einmarschieren, das ist nicht zu fassen. Ich habe eine ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe gelesen und habe gedacht, ist das wirklich noch das geliebte Deutschland? Was mich jahrelang trägt und wofür ich auch gelebt habe. Ich finde bis heute diese Antwort nicht. Ihr Mann ist vor 3 Jahren verstorben. Sie haben mal gesagt, für Sie ist Ihre Heimat Vietnam immer auch eine Hintertür. Was heißt das in dem Zusammenhang? Das heißt, also ich habe einen vietnamesischen Pass. Das Land Vietnam kann mich nicht ablehnen. Das heißt, ich kann jederzeit nach Vietnam zurückkehren. Aber das Vietnam ist nicht mein Zuhause. Und trotzdem haben Sie die Hintertür im Kopf noch? Ja, wenn man sich retten muss, ja. Wäre das ein Scheitern, vor allen Dingen ein Scheitern für Deutschland? Wenn Heimat bietet Schutz. Ja. Und dieses Land soll sie schützen. Das kann nicht sein, dass da ein Beamter und möglicherweise ein anderer Mann, vielleicht aber auch identisch, ihn diese Heimat hier versaut. Hier ist ein Saal voller Menschen, die sehen das anders. Und da ist nur ein Mensch. Hier haben Sie die Möglichkeit, ich hoffe, Sie nehmen die wahr, Sie können zu Menschen gehen, Rechtsanwälten beispielsweise, und Sie können ihr Recht bekommen. Daran möchte ich schon noch glauben als deutscher Staatsbürger, dass wir dieses Land haben, das seine Menschen schützen kann. Und Sie sind ein Mensch von uns. Haben Sie denn in Ihrem Zuhause auch Menschen gespürt, die Sie unterstützt haben? Ja. Also wenn ich seit 4, 5 Jahren nicht die Menschen habe, die Freunde, die um mich herum sind, wenn ich die nicht hätte, vor allem zuallererst mein Mann und meine Schwiegereltern, die haben mich geschützt. Meine Schwiegermutter war schon etwas länger gestorben, aber ich habe die beste Schwiegermutter der Welt. Sie hat mich geliebt, sie hat in ihrem Dorf für mich einen guten Leumund eingearbeitet. Wenn ich auf die Straße ging, haben die Leute in Trautenstein mich immer unsere Huren genannt. Und das hat mich natürlich getragen. Ja. Dann hoffe ich, dass Sie auch weitergetragen werden. Und ich sage ganz bewusst einfach schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Frau Knutsche.
Wie ist das, wenn Sie das hören, wenn Sie diese Erfahrung? Das macht einen schon traurig und natürlich emotional. Also da möchte man am liebsten gleich anpacken und helfen. Also da können wir nur die Daumen drücken, dass die richtigen Menschen kommen und ihnen da wieder das Gefühl der Heimat wieder zurückgeben. Kann mir einer nur wünschen. Danke. Frau Falinski, ich habe schon gesagt, Sie haben für sich entschieden, unterwegs zu sein. Ja, das ist zumindest jetzt in dieser Lebensphase das, was Sie antreibt. War das schon immer so ein Traum für Sie? Ja, tatsächlich. In meiner Kindheit ist der entstanden. Mhm. Ich habe auch einen Traum davon in die Tat umgesetzt. Ich hatte als Kind, habe ich am Fenster gesessen und hatte immer dieses Bild vor Augen, ich werde irgendwann meine Sachen packen, meinen Rucksack schultern. Mhm. Ich habe meinen Hund bei mir, den ich damals natürlich als Kind noch nicht hatte. Und dann laufe ich los. Und das habe ich mir dann tatsächlich 2013 habe ich mir diesen Traum erfüllt, als ich dann 18 wurde. Mhm. Oder 19, ich glaube, an meinem 19. Geburtstag bin ich dann 350 Kilometer mit meinem Hund damals durch Frankreich ans Meer gelaufen. Und das war, glaube ich, so der Startschuss für alles, was dann später auch gefolgt ist, dass ich unterwegs gemerkt habe, dass ich eigentlich nur mich brauche. Mhm. Sie stammen hier aus dem Sendegebiet, aus Rheinland-Pfalz. Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt. Sie sind aber auch nicht ausschließlich bei Ihrer Mutter groß geworden mit Ihrem Bruder. Warum nicht? Wie haben Sie das Leben bei Ihrer Mutter empfunden, auch um nachzuvollziehen, warum das dann ein Startschuss war mit 18? Ja, das war eine sehr schwere Zeit. Ich bin quasi in einer Familie groß geworden, die geprägt war von Gewalt und Alkohol. Mhm. Meine Mutter war suchtkrank. Ja, ich bin dort relativ früh auch rausgenommen worden, mit 8 Wochen bereits das erste Mal. Und bin dann im Heim groß geworden, war aber immer wieder an den Wochenenden zu Hause. Mhm. Ich sage jetzt zu Hause, obwohl ich das gar nicht als zu Hause empfunden habe. Das waren im Prinzip Besuche, die ich dort abgesessen habe. Mhm. Und diese Besuche waren auch geprägt eben von dieser Gewalt. Also ich habe mitbekommen, wie meine Mutter irgendwann blutend am Boden lag, weil sie niedergeschlagen wurde von einem Mann, den ich bis heute nicht weiß, wer das war. Und ja, wir immer wieder von der Polizei eingesammelt wurden oder unterwegs waren oder geguckt haben, dass wir irgendwie was zu essen oder zu trinken hatten an diesen Tagen. Und ja, aber eigentlich hat die Zeit, mein Zuhause war zu der Zeit eben in einer Einrichtung. Und wie haben Sie das dort empfunden, im Heim? Wie war diese Zeit? Ja, da habe ich die ersten 5 Lebensjahre verbracht, eben immer wieder mit diesen Besuchen, die dann bei meiner leiblichen Mutter stattgefunden haben. Und die war, ja, die war eben ebenso turbulent. Ich glaube, ich habe da nicht so richtig hingepasst. Wenn ich heute Leute frage, die mich damals als Kind erlebt haben, die sagen, du warst immer so eine Kämpferin. Du hast irgendwie den ganzen Erwachsenen so ein bisschen den Wunsch ausgelöst, dass sie gerne wollen, dass du bei ihnen lebst. Ich hatte Angebote mit Sicherheit und ich habe da viel gekämpft. Aber ich habe da eben auch viel Missbrauch erlebt und ja, dementsprechend war das kein sicheres Zuhause für mich. Viel Missbrauch erlebt in diesem Heim. Genau, ja. Mit 5 Jahren kamen Sie dann zu einer Pflegefamilie. Haben Sie da, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber haben Sie da gehofft, jetzt wird's besser? Ja, ich weiß, dass wir am Tisch saßen und mir dieses Angebot eröffnet wurde. Du kommst jetzt in eine Pflegefamilie. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie mir das offeriert wurde, was mir genau gesagt wurde, was dort stattfindet und was eine Familie ist, weil ich kannte das ja gar nicht. Aber ich hatte dieses Bild im Kopf von so einem roten Satteldach mit diesen Ziegeln drauf und vielleicht einer Katze davor vor diesem Haus. Und ich hatte irgendwie genau dieses Bild im Kopf, das ich heute noch in mir trage, eben dieses Bild. Das ist jetzt vielleicht ein Zuhause für mich, ja. Ich weiß nicht, wo die Familie gewohnt hat, ob die dieses rote Satteldach hatten, aber wie sah es in der Familie aus? Wie war dann die Realität? Ja, zu Beginn war das alles neu. Es war aufregend. Es gab Dinge, die ich ja davor nicht kannte. Also ich hatte ein Zimmer, ein eigenes Kinderzimmer. Das hatte ich davor nicht. Wir waren in einer Einrichtung mit sehr vielen Kindern. Mhm. Also alles war ja anders. Ich kam ja aus einer Einrichtung, wo durchaus mal 10, 14, 15 Kinder gelebt haben. Es war ein katholisches Kinderheim. Und da war natürlich alles erstmal sehr aufregend. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine herausfordernde Zeit für alle war, die im Prinzip dort in der Familie ansässig waren oder gelebt haben.
Aber das ist auch sehr schnell umgeschlagen. Ich erinnere mich an ganz, ganz viele Nächte, wo ich eben an diesem Fenster saß und rausgeguckt habe und geweint habe. Ich habe sehr viel geweint in dieser Zeit. Ich habe auch sehr früh dort Missbrauch erlebt. Nicht nur von einer Person, von mehreren Personen. Über Jahre hinweg, über 10 Jahre insgesamt. Und das war ja auch kein sicherer Ort. Es war kein Ort, wo ich hingegangen bin, um dann, so wie das vielleicht Herr Wasmeier lebt, wo er hingeht und dann vielleicht zusammen mit der Familie Zeit verbringt. Sich einfach freut, nach Hause Wahnsinn. Zu kommen. Ja, Wahnsinn. Ja, es war eher umgekehrt. Also mich war die Schule zu der Zeit tatsächlich mein sicherer Ort, mein Zuhause. Und während andere gestöhnt haben, wir haben heute eine Stunde länger oder der Vertretungslehrer hat doch Zeit, war das so, puh, ich habe noch eine Stunde länger, die ich jetzt hier bleiben kann, wo ich sicher bin einfach. Wie lange haben Sie, bis zu welchem Alter haben Sie in dieser Familie dann gelebt? Ja, bis kurz vor meinem 15. Geburtstag, bis ich 14 war. Es gab viele Veränderungen, auch in dieser Zeit. Also aber kann man sagen, bis dahin haben Sie eigentlich nie das erfahren, worüber wir hier geredet haben, was es heißt, zu Hause zu haben? Tatsächlich gar nicht, nein. Also zumal auch in der Familie, also es wurde keine Familie so in der Art gelebt, wie ich das vielleicht aus Bilderbüchern kannte. Ich war auch mal auf dem einen oder anderen Geburtstag und so wie Sie jetzt die Rührung erlebt haben hier, während wir diese Geschichte gehört haben, habe ich dort Rührung erlebt, wenn ich gesehen habe, wie die Eltern dort mit ihren Kindern umgegangen sind. Also wenn dann an Geburtstagen die Tochter in den Arm genommen wurde, da habe ich erst mal gemerkt, was ich eigentlich nicht habe. Also was bei uns gar nicht stattfindet. Berührungen, Umarmungen, Herzlichkeit. Familie hat das, ja, das hatte ich tatsächlich gar nicht erlebt. Was kann das bedeuten, Herr Schmid, wenn dieses Gefühl eines sicheren Zuhauses einfach gar nicht da war in all diesen Jahren? Was bedeutet das für uns? Katastrophe, ja. Aber die Natur trägt Sorge dafür, dass zumindest bei etlichen oder vielen eine Gegenreaktion stattfinden kann. Und möglicherweise war das bei Ihnen der Fall. Es gibt seit 20, 30 Jahren die Resilienzforschung, die herausgefunden hat, dass sehr viele Kinder mit Resilienz auf die Welt kommen. Und es schaffen, wie auch immer, das werden Sie uns möglicherweise erzählen, vielleicht durch Fantasie, sich in der Fantasie eine Heimat zu bauen. War das eine so bei Ihnen? Vertraute Welt. War das so? Ja, also ich glaube, dass Resilienz so das Stichwort ist tatsächlich bei mir. Ich kann es gar nicht richtig erklären, aber ich musste ja von der Schule dann immer wieder nach Hause. Und ich habe mir dann auf dem Schulweg oder auf dem Nachhauseweg dann immer wieder überlegt, wie lange ich das jetzt noch durchmachen muss, wie lange ich das ertragen muss. Und ich habe damals natürlich zwei Leben für mich innerlich gelebt. Die eine, die quasi standhalten musste und die ja ein Pokerface halten musste. Ich habe damals auch öffentlich nicht weinen wollen als Kind, weil ich natürlich irgendwie stark bleiben musste für das, was ich dort erlebt habe. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch irgendwie die Lia in mir, die gesagt hat, also wie so eine zweite Person, die gesagt hat, es muss für irgendwas gut sein. Also ich habe die Hoffnung einfach gehabt. Also die Hoffnung war da und war auch sowas da, dass sie vielleicht gelesen haben, weil sie die Fantasie ansprechen und sich auch dort eine zweite oder eine dritte Welt aufgebaut haben? Ja, ich habe sehr viel gelesen. Ich hatte kaum eine andere Möglichkeit. Ich war auch eingeschlossen oft, sehr, sehr viele Tage, auch wo der Schlüssel einfach rumgedreht wurde und ich quasi in diesem Zimmer verbracht habe. Und ich habe viel Harry Potter gelesen. Mhm. Und das hat dieser Junge, der unter der Treppe lebte und quasi seine Tante und seinen Onkel ertragen musste, das hatte ich tatsächlich, also mich hat das einfach so ein bisschen durch diese Zeit getragen, weil ich dachte, der hat diesen Brief von Hogwarts bekommen, der wird vielleicht auf eine andere Art zu mir kommen. Und ich bin super froh, dass ich damals, also dass es diese Hoffnung gab einfach, weil hätte ich damals mich als jetzige Person getroffen, ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Also ich hatte die Hoffnung einfach. Schon mal gut, dass Sie heute hier sind. Wir sind. Wie sind Sie dann rausgekommen aus der Familie? Ja, zum einen gab es ja diesen intrinsischen Wunsch von mir, also ich möchte hier weg. Ja. Ich habe mich jahrelang nicht getraut. Ich hätte ja auch viel früher die Möglichkeit gehabt. Es gibt ja immer auch wieder Termine, wo jemand kommt und mal nachguckt.
Aber ich hatte tatsächlich ganz große Angst vor dieser Veränderung. Mir wurde auch erzählt, wenn du hier wegkommst, dann kommst du wieder ins Heim zurück. Und ich wusste ja, da ist es nicht besser. Also dann komme ich ja da wieder zurück, wo es mir auch schon nicht gut ging. Und dann hatte ich aber tatsächlich das Glück, dass ich während einer Scheidung für 3 Monate in eine Inobhutnahmestelle musste, in eine Notaufnahme. Und gemerkt habe, ich muss gar nicht zurück, wo ich als 5-Jährige war. Es gibt noch andere Stellen, an die ich mich wenden kann. Und das hat mir die Motivation gegeben, zu sagen, dann gehe ich lieber dahin und gehe erst mal raus von diesem Ort. Was war dann für Sie noch ein Schritt, um ja, noch mehr zu sich zu finden, einfach auch einen anderen Blick aufs Leben zu bekommen? Gab es da irgendeinen Moment, der Ihnen in Erinnerung ist? Die ersten Jahre erstmal nicht. Ich habe im Prinzip mich gefragt, für was bin ich eigentlich hier, was mache ich hier? Ich habe keinen Sinn gefunden in dem, was ich tue und wer ich bin. Und ich habe den tatsächlich dann so mit 19, 20, habe mit der Fotografie angefangen, habe ich gemerkt, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wie ich mein Leben gestalte und wie ich auch welchen Blick ich auf mich habe. Das können nicht andere machen. Mhm. Ich muss nicht die Erwartungen anderer erfüllen, sondern ich kann das im Prinzip in mir selbst. Und Sie sind dann diese 350 Kilometer durch Frankreich auch irgendwann gelaufen. Was haben Sie da gefunden für sich? Es war einfach erstmal die Stille. Mhm. Es war keiner dort, mit dem ich reden konnte. Und zum anderen hatte ich ganz viel Zeit, darüber nachzudenken, wie ich mein weiteres Leben gestalten möchte. Das sah damals bestimmt ganz anders aus, als ich es jetzt heute lebe. Aber eben zu wissen, also man muss ja so, wie sie es vorhin erzählt hat, man muss erst mal mit sich selbst dann klarkommen in dem Moment. Mhm. Man erlebt dann, okay, ich bin jetzt mit mir hier alleine und ich muss das jetzt aushalten. Wie sind Sie denn dann auf die Idee gekommen, sich auf Reisen zu begeben, diesen Van zu haben und damit unterwegs zu sein? Ja, der Van war zum einen erstmal nicht den Lifestyle, den ich leben wollte. Also es war nicht so, dass ich irgendwo einen Van gesehen habe und gedacht habe, cool, das will ich auch machen. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass ich sehr ungern an einem Ort sehr lange bin. Ich bin, glaube ich, 26 oder 27 Mal umgezogen in meinem Leben. Und ich habe immer wieder Veränderungen erlebt und ich habe die Veränderung als was sehr Positives erlebt. Sie haben sich in diesem Van ja durchaus eingerichtet. Da gibt es so eine kleine Küchenzeile und Ihnen ist auch wichtig, dass alles genauso ist, wie Sie sich das vorstellen. Dann gibt es den Platz für die Hunde, für die Katze, Ihren Schlafplatz und so weiter. Ist das so eine Mischung daraus, sich schon ein kleines Zuhause da zu schaffen, aber das dann mit dieser Freiheit, mit diesem Ungebundensein zu kombinieren? Oder wie würden Sie das beschreiben? Zu Anfang war der Van erstmal ein Werkzeug. Also ich habe das einfach als Werkzeug gesehen. Ich habe meine Hunde, ich habe dann eine Katze. Ich habe 2 Jahre in Irland gelebt. Ich habe dort einen zweiten Hund dann bekommen. Und ich habe auch eine Katze gefunden als Baby. Und ich habe dann gedacht, okay, schwierig mit 3 Tieren, so ein Koffer und mit dem Zug und Auto, das ist sehr schwierig. Also musste erstmal ein Van her oder irgendwie eine andere Art von Fortbewegungsmittel. Und jetzt nach knapp einem Jahr in dem Van kann ich echt sagen, das ist schon also mein fahrendes, rollendes Zuhause geworden. Sie haben auch eine Ausbildung gemacht zur Jugend- und Heimerzieherin. Und Sie haben jetzt einen Weg gefunden, das Reisen mit Ihrem Beruf zu verbinden. Erklären Sie mal, was machen Sie? Ja, ich lebe quasi aktuell meine Berufung tatsächlich. Liebe diesen Beruf von ganzem Herzen, weil ich mir denke, das hätte vielleicht mir als Jugendliche auch ganz gut getan. Und zwar nehme ich Jugendliche in Krisen mit auf Reisen. Das Ganze, also man würde die Jugendlichen als Systemsprenger bezeichnen. Ich sage aber, dass die Jugendlichen, beziehungsweise dass das System nicht zu den Jugendlichen passt. Weil ich finde, wenn du einen Menschen nimmst und jede Ecke und Kante abschneidest, liegt der am Ende blutend am Boden. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel, sondern man sollte ihn mit seinen Ecken und Kanten vielleicht lassen, beziehungsweise kann die umformen, kann die Ecken und Kanten vielleicht ein bisschen abrunden oder vielleicht ein bisschen umgestalten und dann im Prinzip das System passender auch für den Jugendlichen machen. Mhm. Und das ist tatsächlich mein Vollzeitberuf, in dem ich lebe und arbeite und der meine absolute Leidenschaft ist. Und dementsprechend habe ich keinen festen Wohnsitz in Deutschland und lebe in diesem Van in meinen freien Zeiten. Und dann bin ich immer für circa 90 Tage mit einem Jugendlichen unterwegs. Aktuell ist es allerdings ein bisschen eskaliert. Wir sind jetzt 7 Monate im Projekt
Und ja, heute habe ich frei. Und, Zum Glück für uns. Wenn Sie das hören, ist es nicht auch was Besonderes, so getragen von einer Aufgabe, eigentlich überall zu Hause zu sein, vor allen Dingen auch in sich? Definitiv. Das ist ein, wo wir uns alle dran sehnen, dass wir was einbringen, auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, was helfen können. Das ist fantastisch. Also Kompliment. Wow. Vielen Dank. Sie haben das mal gesagt, dieses Zuhause in sich. Können wir eigentlich irgendwo zu Hause sein, wenn wir nicht in uns selbst zu Hause sind? Was sagt der Philosoph? Das ist sehr schwierig. Die Menschen, die daran scheitern, die sind möglicherweise auch nicht unter uns. Aber das, was, wofür Sie ein Beispiel sind, das ist etwas, was sich vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern was sich ganz sicher neu entwickelt, weil es in unsere Zeit auch ganz gut passt. Eine neue Form von Heimat, die es im Laufe der Jahrhunderte für wenige Menschen gegeben hat, aber jetzt für immer mehr Menschen, die Unterwegsheimat. Mhm. Dass es für mich Vertrautheit und Geborgenheit ist, unterwegs zu sein und nicht an einem festen Ort. Wenn Sie nach Bulgarien kommen, Sie haben bei mir immer einen Platz und Stellplatz für den Rennen und eine heiße Dusche und was auch immer. Die Einladung steht. Also, ich glaube, am Schliersee auch und in Darmstadt. Definitiv. Gerne vorbeikommen. Wo ich zu Hause bin. Vielen Dank an Sie, Frau Falinski, und vielen Dank an die gesamte Runde. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema, wofür wir uns schämen. Und hören Sie gerne rein in den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Jetzt geht's weiter mit Gute Unterhaltung mit Pierre M. Krause. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal.